So, Leute, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir geshootert, allerdings nicht gut. Ich will mal kurz Kommentare lesen. Okay, ich kann Kommentare nicht lesen. Dann lesen wir keine Kommentare. Und jetzt spielen wir Franks Level. Use Shells to progress. Okay. Dann nutzen wir mal die Shells, um fortzukommen. Voranzukommen. Oder auch nicht. Ja, vielleicht nutzen wir die Shells auch einfach nicht, ne? Alter, wir sind witzig. Willst du mich jetzt schon wieder verarschen hier? Ich hatte in meinem Zimmer hier noch nie solche Probleme wie die letzten Male. Geht doch. Autoscrolling, Ich kann die nicht in die Hand nehmen bei SMB. Ah, da ist das Scrolling, oh boy. Yo, das wird enorm knapp. Yo, ich muss richtig schnell sein. Okay. Ich muss richtig schnell sein. Uff. Uff. Yo! Wie schnell muss ich sein? Was? Ah ja, gut, so nicht. Wieso sterben Leute an diesem ersten Mancher? Ich schwöre, das war keine Absicht. Deshalb. Ach so. Warum? Warum gerade dann, wenn ich es sage? Warum? Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Warum passiert mir sowas immer? Okay, jetzt bin ich deutlich schneller. Frank, was hast du da gebaut? Frank, was hast du da wieder gebaut? Wie kann man denn noch schneller sein? Also muss er perfekte Geschwindigkeit hier, muss er fast schon an den Tag legen. Uiuiuiuiui. Also kaum ein Fehler ist erlaubt. Was natürlich jetzt erstmal schlecht ist, weil wir das Level noch gar nicht kennen und nicht wissen, was kommt. Hä? Aber gut. Ah. Da baue ich mir praktisch selbst so eine Art... Oh, eine Röhre. Checkpoint. Bitte. Yes. Puh. Okay. Achso, den brauche ich, um da hochzukommen. Verstanden. Verstanden. Soweit verstanden. Und dann kommt da eine Ranke wahrscheinlich raus. Eieieiei. Seeker, shit is going on hier. Ja, das ist nicht so die Ranke, die ich gesucht habe, aber ist okay. Und ganz schnell hier hoch. Keine Ahnung, was hier kommt. Rüber. Da hoch, da hoch. Jetzt sehe ich halt nicht mal was. Also jetzt bin ich also noch schneller als das geht's nicht. Das ist okay so.
Oh, go, 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 go. Darüber, dahin, dahin. Igitt, 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 hässlicher Sprung, hässlicher Sprung. Aber ich muss gleichzeitig auch noch schnell sein. Und in die Röhre. Nein! Ah, es war so flawless. Und dann natürlich diese dumme vertikale Röhre zum Schluss. Ah. Ja, so viel dazu. Ah, Mann, im First Try bis nach oben, also im Second Try bis nach oben. Alles geschafft. Und dann ist es wieder diese dumme vertikale Röhre, die mich aus dem Leben zündet. Ah, hasse es. Okay, ja, jetzt, ah, Mann, wir waren bis oben. Ah, es lief so gut. Aber es muss... Aber ich musste die... Vor allem das Ding ist wahrscheinlich... Stoppt der Scrolling-Bildschirm da oben dann auch noch. Also wahrscheinlich müsste ich mich nicht mal abhetzen. Na, das ist gut möglich. Wahrscheinlich muss ich mich nicht mal abhetzen. So, der Sprung hier ist eklig. Okay, nice. Also ich denke... Okay, stopp nicht. Schade. Ah, okay. Okay. Weil dann hätte ich mir nämlich ein bisschen Zeit gelassen. Kann mir keine Zeit lassen. Okay, wir lassen uns keine Zeit. Ist in Ordnung. Kein Ding. So schwer ist es aber gar nicht, da hochzukommen. So schwer ist es eigentlich gar nicht, da hochzukommen. Durch den Abschnitt hier kann man so schnell aufholen bis halt hierhin. Und dann ist ja eh der Bildschirm schon oben. Er ist Mario. Nein! Mist! Trotzdem ärgerlich mit der vertikalen Röhre. Trotzdem ärgerlich. Aber der Abschnitt ist nicht so wild. Der Abschnitt geht klar. Der Abschnitt geht klar. Das ist easy. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Das heißt, ich kann halt hier nicht mal großartig jetzt mich mega beeilen, weil ich hier durch den Abschnitt sowieso bis nach oben komme. Na, das ist nicht das Problem. So, hierhin komme ich auf jeden Fall mit diesem Vorsprung. Danach muss ich mich beeilen. Aber bis hierhin ist es nicht das Thema. Ob ich da jetzt hier einen kleinen Fehler am Anfang mache oder nicht, das ist nicht so wild. So. Trotzdem könnten wir schon durch die Röhre sein. Ich will es nur noch mal sagen. Ich hasse solche Momente. Hasse sie. Alle Spielzeiten, die ich habe, die nicht sein müssten, weil man es schon haben könnte, fühlt sich immer falsch an. Das hier fühlt sich gerade richtig, richtig falsch an. Einfach, weil wir das schon haben können. Ach, Mann, ey. Also vorausgesetzt, nach der Röhre kommt ein Checkpoint. Das weiß ich ja noch nicht. Kann ich nicht sagen. So, jetzt aber. Scheiß Röhre, echt. Da kommt das Ziel! Ach, leck mich doch. Das wäre eine ordentliche Zeit sogar geworden. Also eine bessere Zeit als jetzt. Ach, da kommt direkt das Ziel. Ich dachte, da kommt nochmal so ein Abschnitt, so ein Finale. Das ist ja voll kurz gewesen, das Level. Sonst hat der immer drei so Abschnitte.
Ja, gut, ist in Ordnung, nehme ich, kein Ding. So, jetzt gucken wir mal kurz, ob sich von euch jemand auf den Weg gemacht hat. Ne, hier ist falsch. Ja, hier ist, das wollte ich nicht laden. Kann ich bitte zurück? Dass man den Ladevorgang nicht abbrechen kann, ist auch mit das Dämlichste überhaupt. Ich möchte hier nicht hin. Ich habe mich verklickt. Lass mich raus. Lad das andere gerne, aber nicht das hier. Ja, danke. Alter. Hier wollte ich hin. Ja, auch das kann jetzt ewig und 3 Jahre laden. Aber das ist zumindest das, wo ich hin wollte. Laptop habe ich überhaupt keine Probleme und hier? Du willst mich doch komplett foppen. Ich habe gelesen, mit einem neuen OBS-Update kann man jetzt angeblich auch zwischendurch einfach pausieren. Ich musste mir das, glaube ich, mal holen. Dann könnte ich jetzt nämlich schnell pausieren. Alter. Geht gar nichts mehr. Was ist das jetzt? Ich kann jetzt halt nicht ins Switch-Menü zurück, weil dann wird es asynchron. Das ist genau das Problem, was ich habe. Würdest du jetzt bitte dich einfach wieder verbinden? Was soll das denn hier? Also ich habe am Computer, am Handy, ich habe überall ganz normales Internet vom Empfänger, denn die Switch da jetzt so schlecht. Willst du mich verarschen? Ich meine, ich kann ja dann froh sein, dass der gerade das Ding gewertet hat, ne? Hallo? Na bitte, was war... So, ich wollte gucken, ob hier jetzt mehr Leute drin sind. Jawohl! Hier sind mehr Leute gelandet. Counter ist jetzt auch da. Aber der hat nichts Neues gebaut, ne? Der hat geschrieben, er will bald mal Counter... Cave Counter 3 anfangen. Aber der hat, glaube ich, noch nichts angefangen. Und ihr so? Wieso schaue ich überhaupt nach? Ich weiß, dass er nichts Neues gebaut hat. Außer ich habe irgendwas verpasst. Ach, ist ja Quatsch. Ich folge ihm ja sowieso, dann hätte ich es ja gesehen. Oh mein Gott. Ja, danke. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, dann machen wir weiter mit Super-Expert-Zeug. Ich würde jetzt gerne mal Folgendes machen. Ich würde gern mal die Super Expert Beliebt Level anschauen, aber von allen. Also nicht jetzt von dieser Woche, sondern von allen. Also hier Super Expert Gesamt. Da mal gucken, ob ich irgendwelche Level kenne. 20 Sekunden One Pow und On-Off Block. Okay, von Set Mystery, von einem Deutschen. Ein Deutscher ist an der Spitze der beliebtesten Super-Expert-Level. Okay, bisher hat das mit Super-Expert noch nichts zu tun. Oh, ich hab... Oh mein Gott. Alles klar. Da ist plötzlich... Plötzlich wurde es dann doch etwas. Aber ich meine, da sind ja schon 6 Minuten vorbei. So, was soll denn da noch kommen? Es ist nur dieser Sprung, der das Ganze zum Super-Expert macht, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wir werden sehen. Aber das muss doch in Ordnung, das geht doch klar eigentlich. Oder die Zeit macht es noch zum... Ne, dass da noch was kommt. Dass es halt wirklich so knapp ist, dass man da überhaupt keinen Fehler machen darf. Ah, shit.
Ah, shit. Oh, jetzt wird's interessant. Okay. Ah, da wird's ein bisschen interessanter. Huch! Ach, da fällt ein Dings runter. Oh! Vielleicht sollte ich das annehmen für die Zeit. Das wäre vielleicht eine Idee. Das brauche ich vielleicht sogar. So, jetzt kann doch nicht mehr viel kommen. Das schaffen wir doch. Das ist doch kein Ding. Das schaffen wir doch. Ah, ich habe das Springboard, sollte ich aber wirklich mitnehmen. Ich glaube, das brauche ich für die Zeit. Ach. Mensch. Das fällt aber auch so blöd, ne? Normalerweise sollten die doch schon so fallen, dass man sie direkt mitnehmen kann. Nein! Aber dass das beliebteste Super-Expert-Level ist? Also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber... Ich hätte es jetzt nicht so hoch geschätzt. Also wenn ich das Level jetzt sehen würde, würde ich nicht denken... Boah, das ist... Das beliebteste Super-Expert-Level insgesamt im Super Mario Maker. Da fallen mir jetzt schon viel bessere ein, die den Platz verdient hätten. Die auch aufwendiger sind als das hier. Wie ist denn das zustande gekommen? Also wie gesagt, das Level ist nicht schlecht. Aber keine Ahnung. Ach. Da will man jetzt fast kein Herz... Aha, wenn ich springe, funktioniert es besser. Okay. Da will man ja fast kein Herz geben. Damit es nicht weiter auf der 1 rumgedrückt wird. Weil das ist natürlich die Sache. Wenn es jetzt schon mal auf der 1 ist und jeder, der es spielt, ein Herz gibt und es immer mehr spielt, die es halt auf der 1 sehen... Dann ist ja klar, dass es auf der 1 immer bleibt. Also ich fand es nicht schlecht. Ich würde dem auf jeden Fall ein Herz geben. Aber ich will ihm jetzt kein Herz geben, weil es... Es haben halt andere Level eher ein Herz. Das ist jetzt wieder dumm. Ich musste ihm aber ein Herz... keine Ahnung. Oh nein. Ich darf es gleich nochmal spielen. Ah. Komm schon. Keine Meldung, sondern den Screen. Ach. Ah, ey, was ist denn das hier? Ich nehme gleich nicht mehr auf hier. Ich nehme es wieder auf, wenn ich zurück bin in meiner Wohnung. Was soll das denn? Das hatte ich halt noch nie. Es ist ja nichts anderes. Alles funktioniert nur am Internet, das Internet an der Switch haut nicht vernünftig hin. Oh, wir müssen nachher Arcade Games spielen. So, sorry, das müssen wir jetzt, also das. Und 9.999 Kommentare. Das ist halt das Ding, das ist hier, oh, ja, toll. Das ist jetzt einmal vorne, das wird halt immer vorne bleiben, weil es immer wieder neu geherzt wird. Das ist das Problem. Nee, ich herze es nicht. Ich habe mich entschieden. Ich hoffe, meine Begründung ist irgendwie verständlich. Weil es hat halt eh schon genug Herzen. Keine Ahnung. Mann, ey. So, easy. Oh, hä? Ich hab nicht auf die Zeit, war ich so langsam. Ich hab doch nichts anders gemacht. Scheinbar habe ich was anders gemacht.
So, jetzt aber hier. Was? Was? Okay. Das ist wirklich ganz schön knapp. Ich nehme wieder auf, wenn ich in meiner Wohnung bin. Danke fürs Zuschauen.